Einen wunderschönen und guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen, egal ob du schon ganz, ganz lange jetzt hier 3 Jahre mit mir dabei bist oder ganz neu bist. Vielen Dank für euren Zuspruch, eure netten Kommentare, Likes, Spenden, Buchungen. Vielen Dank für alles, was ihr mir in den Rückfluss gebt. Ich bin leider heute ein bisschen leise, weil ich einfach etwas Probleme mit meinem Kehlkopfchakra habe und etwas reserviert bin. Aber wir schauen jetzt mal rein, was hier so passiert. Nichtsdestotrotz wollen wir wissen, was heute los ist. Die Tagesenergiezahl ist heute die 881. Bedürfnisse deines Leibes müssen ernst genommen werden. Das heißt, heute vermehrt schauen, was ist im Körper los. Ja, aus dem Seelenforscher-Orakel möchte anscheinend heute keine Karte kommen. Gucken wir mal. Doch. Okay. Dann gleich 3. Nehmen wir die 3. Dies ist das Seelenforscher-Orakel von Christine Lau. Es geht heute ums Fühlen. Erlaube dir, dich selbst in deinem Körper zu spüren. Ich benutze lieber das Wort Leib. Es ist zwar etwas altmodisch, aber Körper kommt von Korpus und das ist im Endeffekt ein toter Körper, ein totes Ding. Das deutsche Wort Leib bezeichnet deinen Leib, um es mal auf den Punkt zu bringen. Alles wächst und gedeiht unter den richtigen Bedingungen. Und die Liebe. Frage dich, was würde die Liebe tun? Also heile dich selbst, heile dich liebevoll selbst, komm bei dir an, komm in die Ruhe. Erlaube dir auch dieses ganze Unwohl oder dieses Wohl, je nachdem, in deinem Körper zu spüren. Wir haben ein Nervensystem, das uns Signale gibt, das uns warnt, das uns weiterhelfen möchte. Die Mittwochskarte sagt, ziehe Bilanz, sei ganz realistisch. Und wenn du heute mal ganz realistisch in dich hineinspürst, wo drückt der Schuh? Ja, wo ist das Problem? Hast du ein körperliches Leiden? Und wenn ja, wo kommt es her? Welche psychischen oder emotionalen Verstrickungen stehen dahinter? Viele von euch kennen es wahrscheinlich, aber ich finde das Buch Krankheit als Weg auch ganz gut als Einstieg von Thoralf Detlefsen und Rüdiger Dahlke. Oder zum Beispiel die Bücher von Louise Hay, ja, Louise L. Hay, H-A-Y, Heilung für Körper und Geist zum Beispiel, wunderbare Bücher. Ich versuche unten dran zu denken, sie euch zu verlinken, wenn ich es vergessen sollte. Einfach nochmal in die Kommentare schreiben, dann suche ich das später nochmal raus. Je nachdem, wie jetzt hier mein Alltag gleich gestrickt ist. So, wir gucken mal rein. Ach, das sind wieder zu viele, aber ich habe wieder die Karte gesehen, die wir neulich schon hatten. Visualisiere Erfolg. Wir gucken jetzt mal weiter. Eine Karte hätte ich ganz gerne. Danke. Schulden tilgen. Zu deiner Selbstfürsorge gehört, die schwere Last finanzieller und emotionaler Schulden aus deinem Leben zu eliminieren. Du fühlst dich bereits leichter und freier, wenn du dich diesem Thema stellst und einen Plan machst, gegenwärtige Verpflichtungen zu klären und zukünftige zu vermeiden. Ich spüre das heute vor allen Dingen auf emotionaler Ebene. Wo hast du das Gefühl, energetisch mit jemandem oder einer alten Situation verbunden zu sein? Was darfst du gehen lassen? Wo darfst du dir großzügig auch selber verzeihen, dir und anderen? Welche Konsequenzen ziehst du aus deinen Erkenntnissen? Mit wem möchtest du wieder näher zusammenkommen? Wen möchtest du auf Abstand halten? Nutze diesen Tag heute, um wirklich auch mit deinem Körper diese Dinge abzugleichen, eine Art Intelligenz des Körpers zu nutzen, ja, deine körpereigene Weisheit zu nutzen und sein Energiesystem zu nutzen und zu stärken gleichzeitig. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du ein Problem mit der Haut hast, wird mir gerade mitgegeben. Es ist immer schwierig, also Kartenleger sind nicht dafür da, medizinische Ratschläge zu geben, ganz und gar nicht eigentlich. Es geht nur darum, dass du lernst, hinzufühlen. Hinzufühlen, was dein Körper dir sagt und dann zu überlegen, welche Strategie du brauchst, um
wieder heil zu werden oder heiler zu werden. Welche Strategien du da nachgehen darfst. Ne? So. Wir spüren heute nochmal rein, was vielleicht so sonst noch ansteht. Wir nehmen dazu das Wandering Star Tarot Kartenset und gucken mal, was wir da noch für einen Hinweis kriegen. Ich hätte heute gerne drei Karten noch dazu. Was dürfen wir hier noch wissen? Welche Energien begleiten denn diesen ganzen Prozess? Das, was hier passiert, ist nach wie vor schicksalhaft. Die Karte hatten wir gestern auch schon. Es geht hier einfach um etwas, was in dein Leben kommen darf. Und das Wort Schicksal ist geschicktes Heil. Es wird Heilung stattfinden. Aber damit Heilung stattfinden kann, muss man sich vielleicht auch erstmal eingestehen, dass man verwundet ist oder krank oder blockiert, wie auch immer man es dann sagen möchte. Es kommt hier, das geschickte Heil. Gut. Also entspann dich. Zwei der Stäbe. Es geht darum, auch den Einfluss anderer Menschen auf deine Lebenssituation zu prüfen, deine Pläne zu überprüfen und zu schauen, ob du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle eventuell an etwas oder jemandem auch verbrennst. Mit der Zweien, also mit der Zwei hier, kann es durchaus sein, dass du hier das Gefühl hast, dass du zwei gleichwertige Optionen hast und du kannst dich vielleicht nicht so richtig entscheiden, wohin es gehen soll. Und dann spür das mit deinem Körper. Frag deine Körperintelligenz ab. Erlaube dir, dich zu spüren, weil alles wächst unter den richtigen Bedingungen. Ganz gleich, wozu du dich entscheidest, für Hü oder für Hot. Das macht in diesem Falle dann keinen gravierenden Unterschied, aber vielleicht für deine langfristige Gesundheit. Und du kannst dich in das erste Szenario einfühlen, eindenken und dann guck, was passiert. Kriegst du davon Magenschmerzen oder Unterleibsschmerzen oder schnürt es dir die Luft ab oder wie auch immer? Und dann machst du das Ganze mit der zweiten Möglichkeit ebenso und guckst mal, was das macht. So. Die Liebeskarte sagt noch, frage dich immer, was würde die Liebe tun? Dabei geht es aber nicht um bedingungslose Liebe zu Menschen, die grenzenlos auf die herumhacken oder auf die herumtrampeln. Es geht darum, ehrlich, realistisch Bilanz zu ziehen und zu gucken, wo der Schuh drückt. Mit dem Pagen der Stäbe hier haben wir gute Nachrichten, Kommunikationsfähigkeit. Es könnte aber auch jemand sein, der dir versucht, etwas anzudrehen. Ja, die Pagen sind immer unreife Energien, könnte man sagen. Das heißt nicht, dass es kindliche Menschen sind, aber es heißt, dass der Page noch nicht so ganz ausgereift ist. Du hast es hier nicht mit jemandem zu tun, der den vollen Überblick hat, höchstwahrscheinlich, wenn es jemand ist, der dir etwas zuträgt. Vielleicht möchte dir jemand ein Schneeballsystem verkaufen, dich mit in sein Team holen, verspricht dir irgendeinen Marketing-Effekt oder einen Heilungseffekt, will dir die beste Bodylotion der Welt andrehen oder du musst nur dieses Heilmittel nehmen und plötzlich bist du dann super erfolgreich und gesund. Gleich das immer mit dir selber ab. Höre im Zweifelsfall immer, immer, immer mehr auf deine eigene Intelligenz als auf das, was dir von außen angetragen wird. Und wir haben hier noch die Acht der Stäbe. Nochmal die guten Nachrichten. Seht ihr das? Hier die gute Nachricht, da die gute Nachricht. Eine Reise. Okay, acht Stäbe ist für mich aber auch immer eine typische Kommunikationskarte. Eine Karte, wo von oben Inspirationen in dich einfließen. Vielleicht brauchst du heute etwas mehr Schlaf, etwas mehr Ruhe, Zeit und Raum für dich und deinen Leib, für dich und die Botschaften, die du empfangen darfst. Hier möchte etwas kommen und ihr seht ja, wie stablastig das hier ist. Hier möchte etwas kommen und ein neues Gefühl in dir auch wachrufen. Vielleicht darfst du dich zum ersten Mal in deinem Leben sicher und geborgen fühlen. Vielleicht kannst du dich zum ersten Mal wirklich für etwas begeistern. Feuer und Flamme sein für etwas. Hals über Kopf verliebt sein in eine Situation. Aber immer schön sachte, immer abgleichen mit deiner Körperintelligenz, ob das wirklich genau der richtige Weg jetzt für dich ist. Ja, ihr Lieben, das war's für heute auch. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag.
Ich hoffe, dass er erkenntnisreich sein darf für dich und deine Zukunft. Und ich freue mich natürlich total über Likes, Kommentare und Spenden. Wer mag, darf sich gerne auch mal in meinem auf meiner Homepage umschauen, so rum. Und da findest du auch den Weg zu einer persönlichen Buchung, wenn du eine persönliche Kartenlegung haben möchtest. Ja, alles Liebe und dann vielleicht bis morgen früh. Ciao.